Wir haben eine gut entwickelte Gesellschaft in Deutschland. Und dennoch machen wir Fehler. Einer der größten Fehler, den wir machen und den seit Jahrzehnten, ist, dass wir zu wenig Geld für das Thema Bildung ausgeben. Und das, was die Politik dazu erzählt, einfach falsch ist. Natürlich ist es so, dass Schule eigentlich in Deutschland mit Mangelverwaltung umgeht. Das betrifft die personelle Ausstattung, das betrifft die sachliche Ausstattung. Und die Kritik, die ich an dieser Stelle äußern würde, wäre eigentlich die, dass wir bei den politischen Akteuren zu wenig Lösungsorientierung haben, zu viel Fokussierung auf die nächste Wahl, auf die Wiederwahl und zu wenig Bereitschaft und Mut, auch Lösungen zu präsentieren, die möglicherweise schmerzhaft sind, weil sie Geld kosten, weil sie unsere Gesellschaft an irgendeiner Stelle besonders fordern oder wie auch immer. Politik neigt dazu, Misserfolge als kleine Erfolge zu verkaufen. Und deswegen kann man auch immer wieder mit Spannung die Kommentare aus den einzelnen Bundesländern nach der Veröffentlichung von Vergleichsstudien lesen. Es wird an der Stelle viel überdeckt. Und natürlich können wir auch die Abiturientenquote steigern, indem wir die Anforderungen nach unten setzen. Auch das geht. Und wir können das dann als Erfolg verkaufen. Das führt uns nur gesellschaftlich nicht weiter. Nur alleine der Ruf nach mehr Geld für das System bringt es natürlich nicht. Der ist nicht qualitätssteigernd. Der Schlüssel liegt, wie ich finde, im hochschulischen Bereich in der Lehrerausbildung. Wenn man sich überlegt, dass die Weichen für eine erfolgreiche, für eine möglicherweise auch, nennen wir sie allgemein, glückliche Biografie, in der vorschulischen Phase, in der schulischen Phase letztendlich gestellt werden, dann wird klar, welche Rolle, welche Bedeutung auch für eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung Lehrer haben. Und insofern braucht auch der wissenschaftliche Lehrkörper eine Beschäftigung mit der Frage, wie wichtig sind uns eigentlich die Menschen, die später unterrichten und welche Relevanz und Bedeutung haben sie für uns. Das Lehramt darf kein Abfallprodukt einer Fakultät sein, sondern es muss in seinem Ranking hoch notiert werden und auch mit den entsprechenden Kompetenzen und auch mit den entsprechenden Ressourcen ausgestattet werden. Warum gibt es in Deutschland keinen bundeslandübergreifenden Standard für die Ausbildung zum Lehrer? Und zwar nicht als Minimalkonsens, so wie die Vergleichbarkeit von Abituraufgaben ähnlich liegen, wo man sich immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt, sondern als Maximalanforderung an die Universitäten, an die Seminare, an die Ausbildungsschulen. Warum gibt es keine Initiative der Wissenschaft zu sagen, wir verständigen uns mal auf einen solchen Kanon und sagen, das ist das, was wir erreichen wollen? Das ist ein kleiner Ansatz, der dafür sorgt, dass wir eine vergleichbare Lehrerausbildung kriegen, dass wir die Qualität an allen Hochschulstandorten und Bundesländern, in allen Bundesländern, die Lehrer ausbilden, nach oben entwickeln und das Ganze empirisch begleiten, messen, Ergebnisse messen, hingucken, was kommt am Ende dabei rum, darüber kommunizieren und so den Standard in der Lehrerausbildung, den es nicht gibt, den peu à peu nach oben zu entwickeln. Also das hielte ich für einen noch gangbaren Weg, der bis jetzt nicht gegangen wird, der auch nicht so wahnsinnig viel Geld kostet. Auf der anderen Seite steht die föderale Struktur und auch das Selbstverständnis der hochschulischen Lehre dem natürlich ein Stück weit entgegen. Ne? Das muss man ganz klar sehen. Aber an einem solchen Thema würde es sich lohnen, sich abzuarbeiten.